Die Gladiatoren sind bereit. Ich übergebe an die Sumarudi. Monate! Die Arias versucht sofort auf Abstand zu gehen, weil ein Treffer mit der Stoßlanze ist extrem unangenehm. Und der Wurf sitzt perfekt. Er hat die Hasta mit dem letzten Fang, damit war der komplette Gladiator blockiert. Er setzt nach, sticht mit dem Dreizack zur Brust, ein wunderschöner Auftakt. Für einen von beiden. Es gibt, die Gladiatur war ein gleich, also ein Sport, der möglichst gleich starke Paarungen zulässt. Das heißt, das Netz ist eine optionale Waffe. Ob er sie zurückkriegt, entscheiden die Sumarudis. Einfach, um den Kampf möglichst spannend zu halten. Pugnate! Komm nochmal jetzt! Lukas hat den Netzwurf durch Ausweichen und Blocken pariert. Jetzt ist das Duell für den Retiarier sehr, sehr schwer. Die Hasta ist kaum abzuwehren und eine unglaublich schnelle Waffe. Feuern Sie ein bisschen an! Gelb gegen Weiß. Oder Lupus gegen Vulpeculus. Okay. 2:0 für unseren Retiarius. Auch hier zeigt sich, Erfahrung ist extrem vom Vorteil im Kampf. Die Frage ist, geben die Sumarudis jetzt das Netz zurück? Ein ganz klares Nein, das Publikum ist für Fairness. Sumarudis heißt übrigens mit Stock. Das ist das Ding, was sie in der Hand haben, womit sie die Gladiatoren bei Feigheit auch prügeln dürfen. Vulpeculus versucht, den Schild seines Gegners aufzuhebeln, aber man merkt, er kann da nicht mehr blocken. Mach den jetzt spannend! Da hat er im letzten Moment seinen Hintern zur Seite gebracht. Angriffshauer abgewehrt. Und Lupus versucht mit dem Messer anzugreifen, aber Vulpeculus ist wach und sticht zu.